Hi und herzlich willkommen auf Argus. Endlich ist der neue Planet auf dem Live-Server angekommen und natürlich ist die Frage, was kann man alles dort machen, eine, die nicht nur euch beschäftigt, sondern natürlich auch mich. Ich habe auf dem PTR gar nicht so viel selbst auf dem Planeten gemacht, sondern eher nur die Questreihe und ja, schaue mich da momentan selber auch so ein bisschen um. Eine Sache, die mir sofort aufgefallen ist, sind Kisten, die man gar nicht öffnen kann. Es wird euch auch aufgefallen sein, manche Kisten, die rumstehen, kann man nicht öffnen, obwohl es sehr wichtig ist, diese Kisten zu öffnen, weil es gibt ja dieses Argonit, was man äh, braucht, um sich neue Gegenstände zu holen, mit dem man in Anführungsstrichen gamblen kann, also mit dem man Gegenstände kaufen kann, die Gegenstandsstufe 110 besitzen können. Die aus dem gesamten Loot Table des alten Content stammen, also Tube of the Garrus auch, genauso wie alles andere, was man vorher auch für diese Nether Splitter kaufen konnte, wo es die 880er Item gab. Jetzt gibt es wie gesagt 910er Items, die auch legendäre Gegenstände droppen können, also wo man spezifisch irgendeinen legendären Gegenstand ja, sich aussuchen kann, den man gerne haben möchte. Und dazu fahrt man wie erwähnt diese Kisten ab. Diese Kisten sind teilweise aber verschlossen, so dass man nicht an diese Kisten rankommt. Habt ihr vielleicht auch schon gemerkt? Dazu benutzt man dann die Spezialfähigkeit der Vindika. Die Vindika hat ja eine Spezialfähigkeit und die erste Variante, das Urteil des Lichts, darauf könnt ihr schon zugreifen. Wenn ihr also vor irgendwelchen Höhlen steht, könnt ihr in die Kisten, die hinter diesen Höhlen liegen, vordringen. Diese Kisten haben ein spezielles Gelbes Leuchtsignal vor sich. Ich kann euch das mal zeigen. Da seht ihr, dass hier unter mir ist direkt eine Höhle mit so einem ja, gelben Licht. Das ist jetzt hier die erste, die ich euch zeigen möchte. Die befindet sich in der Antorischen Ödnis und zwar genau hier an der Stelle, wo ich momentan auch auf äh, der Karte zu sehen bin. Kurz eingeprägt, wunderbar. Und dann ja, gehen wir doch einfach mal dahin, würde ich sagen. So dass wir direkt davor landen können. Ist natürlich ein bisschen einfacher mit einem Dämonenjäger auch, aber mit einem Druiden habe ich das gestern ohne Probleme hingekriegt. Ja, dann äh, richtet man einfach auf diese Felswand das Urteil des Lichts und es wird weggebombt. Ähnlich halt wie auch bei der Questreihe. Und dahinter öffnet sich dann die Truhe ganz von allein. Und man hat eben hier 42 Agonit. Manchmal hat man auch die anderen Agonit-Dinger in den Kisten, die man für die wöchentliche Quest braucht. Habe ich jetzt in dem Fall momentan nicht, aber. Das wird sich eh geben. Die nächste Höhle, die ich euch zeigen möchte, befindet sich hier auf Korkun. Da seht ihr, hier ist die Xeneda und direkt daneben ist quasi dieser Berg. Und äh, unter mir ist auch ein Rare-Mob ziemlich genau. Da könnt ihr dann aber auch sehen, wie gesagt, anhand dieses Lichtes, dass dort dann die Kiste versteckt ist und dass ihr das eben mit dem Urteil des Lichts aufmachen könnt. Da seht ihr schon, offen ist es. Und eine Kiste dahinter ist auch sofort, die man halt hier schön öffnen kann anschließend. Auch auf die dritte und letzte Kiste, die ich euch heute zeigen möchte, die sich mit dem Urteil des Lichtes öffnen lässt, weist wieder so ein gelbes Licht hin. Und zwar genau an dieser Stelle ist relativ einfach zu sehen, wenn ihr hier von Korkul hochreitet, nach rechts rein und dann direkt gegenüber von dem quasi müsst ihr nur stehen. Dann seht ihr aber auch schon. Oben in der Spitze, Spitze dieses gelbe Licht. Setzen wir doch auch gleich wieder das Ding drauf. Tor in Anführungsstrichen öffnet sich und dahinter gibt es eine Kiste für euch. Hier gibt es natürlich auch noch andere Kisten. Ja, ganz klar. Also es gibt ganz, ganz viele Kisten. Wie ihr hier zum Beispiel seht, das ist auch eine Treasure Chest, zu der ich mich jetzt gleich mal auf den Weg machen werde. Aber das sind halt hier die speziellen, die ihr momentan mit dieser Fähigkeit, die euch diese Woche zur Verfügung steht, freispielen könnt. Es gibt noch andere Kisten, die sind noch verschlossen. Man ähm, ja, denkt, dass das mit anderen Fähigkeiten von der Windika dann freischaltbar ist, weil der Matrixkern der Vindica bietet ja mehrere Sachen, die ihr ähm, irgendwann freispielen könnt. Übrigens auch da drin sein können in diesen Kisten eben diese Anzalet. Sachen, also die halt nur Gegenstandstufe 880 bringen, übrigens keine legendären Gegenstände droppen können, aber immerhin, ja, finde ich auch nicht schlecht. Und ähm, ja, ich würde sagen, das war's dann für heute und für dieses Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Farmen hier auf Argos, falls ihr denen habt. Ja, falls nicht, dann wünsche ich euch denen <laughs> natürlich nicht und äh, eine gute Menge Geduld, denn ich weiß, dass einige überhaupt gar keinen Bock drauf haben. Ich habe jetzt zum Beispiel aber Bock drauf, hier hinten mir so eine Kiste noch zu holen, die hier vermutlich drin ist. Hoffe ich zumindest. Nein, ist nicht. Na toll. Ich bin ganz umsonst reingegangen. Naja, also auf jeden Fall ganz viel Spaß, falls ihr denn bei dem Ganzen hier Spaß haben solltet. Und äh, ich danke euch fürs Zuschauen. Falls ihr Fragen habt dazu, stellt diese Fragen sehr gerne in den Kommentaren oder schreibt mich auch gerne Ingame an oder sonst irgendwas. Ne? Alles kein Problem. In diesem Sinne danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Benjen. Tschüss. Ihr kommt gerade rechtzeitig, sitzt nicht tatenlos herum. Die Legion wird vor nichts zurückschrecken, um unsere Welt zu zerstören. Das Böse rückt näher. Der Zorn der Legion ist nichts gegen meinen. Ihr wisst nicht, was euch... Äh, erwartet. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Eure Beharrlichkeit überrascht mich nicht. Gesinde, Ihr werdet nicht Hand an mich legen. Ihr wisst nicht, wa. Wie bitte? Verwehre ich euch etwas? Pah. Ihr wisst nicht, was wahres Verlangen bedeutet.